Hallo, heute hier am 18. September 2020. Mittlerweile ist hier Freitag, auch diese Woche ist bald herum und die Zeit rast aktuell einfach nur so vor sich her. Was man aber hinter mir sehen kann, ist, dass die Fenster eben fertig montiert sind, bereits seit gestern. Also die Monteure waren hier wirklich nach 2 Tagen mit der Montage der Fenster durch. Das ist super schnell, da hat echt jeder Handgriff gesessen und ich war selbst überrascht, wie schnell das vonstatten ging. Eine weitere Änderung, das konnte man jetzt noch nicht sehen, aber da bewege ich mich jetzt gerade hin, ist eben die Tür. Also das ist jetzt erstmal nur so ein Provisorium, eine Baustellentür. Einfach damit man hier quasi mit dem Schloss ein bisschen was absperren kann. Klar, das ist kein Fort Knox, aber man bringt zum Ausdruck, dass es jetzt hier ein Haus mit Tür ist und ja, das erfordert jetzt ein bisschen mehr Willen wahrscheinlich, da hinein zu gelangen, als wenn man halt gar keine Türen und Fenster hat. Insofern muss man hier halt immer mal kurz aufsperren mittlerweile. Schlüssel habe ich auch bekommen. Den hat auch jeder Handwerker von, der hier involviert ist. Und insofern kommen die Leute, die rein müssen, kommen rein. Und die anderen bleiben hoffentlich draußen. Hier drinnen ist es jetzt auch deutlich angenehmer. Die Akustik ist ein bisschen besser. Und vor allem weht jetzt hier halt der Wind nicht mehr so hinein. Draußen ist es relativ windig heute. Und das dürfte jetzt deutlich angenehmer auf dem Ton sein, als eben noch draußen. Hier jetzt so ein kurzer Kameraschwenk durch das Erdgeschoss. Man kann sehen, das wirkt jetzt deutlich mehr wie ein Haus oder eben wie das Innere eines Hauses, als es davor noch der Fall war. Ganz ohne Fenster eben. Da waren ja, konnte man halt beliebig rein und raus gehen. Das ist schon ein schöneres Gefühl jetzt. Hier ist auch, jetzt habe ich hier mal so ein Fenster geöffnet, in dem Fall ein ganz bodentiefes eben. Aktuell fehlen überall noch die Fenstergriffe. Die habe ich jetzt nur in so provisorischer Form in der Hand. Da gab es ein Problem bei der Bestellung. Die wurden in falscher Farbe geliefert, nämlich in Weiß. Da wird jetzt nochmal nachgeliefert und die werden dann wahrscheinlich nächste Woche verbaut werden. Die grundsätzlich lassen die sich jetzt eben schon ganz normal bedienen. Die sind jetzt alle hier verbaut, wie es nachher auch der Fall ist. Unten der Aufbau, man sieht ja schon, das ist halt noch relativ hoch. Da kommt ja noch der Bodenbelag, der Estrich und ein bisschen Technik, beziehungsweise halt Heizspiralen und so weiter hin, Dämmung. Und insofern wird das dann noch deutlich, hier kommt halt noch was hin, sodass man nachher eben nicht so viel, also so eine Stufe hier oder so eine Erhöhung hat, sondern das ist dann wirklich relativ bodentief, dass man da ohne einen größeren Schritt machen zu müssen eben heraustreten kann. Auch das Bodenniveau außen wird noch angeglichen, also auch da werden wir noch ein bisschen was aufschütten müssen oder eine Terrasse oder irgendwas machen müssen, müssen wir mal sehen. Grundsätzlich von der Montage her ist das eben so, und das war quasi, das ist eine wesentliche Aufgabe der Monteure eben. Zum einen, also der Rahmen selbst, der wird hier nur hineingestellt. Dann werden da seitlich eben die Löcher gebohrt. Die kann man hier jetzt auch sehen, wenn das Fenster offen ist. Also in so einem Abstand von 50, 60, 70 cm hier und dort. Also 4 Schrauben pro Flügel in dem Fall zum Beispiel. Gehen eben seitlich in die Wand, halten den Rahmen an Ort und Stelle. Einen gibt es hier interessanterweise nach oben in den Rollokasten, der aus Styropor ist. Der wird jetzt sicherlich nicht sonderlich viel Kraft irgendwie da ableiten können. Dann gibt es hier auf der linken Seite, ähnlich wie auf der rechten Seite, eben auch wieder Schrauben, die verschrauben in die Wand gehen. Und nach unten hin gibt es einen Winkel, der ganz am Schluss montiert wird. Einfach um, auch wenn man die Tür mal ordentlich zuschlägt, dass es auch hier nochmal ein bisschen etwas gibt, was der Kraft dann entgegenwirkt. Ansonsten gibt es halt hier diese Abdichtbänder, da gibt es jeweils verschiedene. Die werden quasi auf das Profil des Fensters selbst schon angebracht. Innen und außen gibt es da verschiedene Varianten und auch im Kellergeschoss, wo eine Betonaußenwand da ist, gibt es nochmal eine andere Variante. Aber die Idee ist immer die gleiche. Von innen her will man das eben luftdicht haben, von außen her schlagregendicht. Einfach damit da irgendwie nicht das Wasser hereingedrückt wird, wenn das wirklich mal mit starker Regen und der Wind irgendwie noch dagegen haut. Und von innen her will man halt einfach nicht die warme Luft sich nach außen drücken und hier die Energie aus dem Haus lassen. Insofern wird das ordentlich abgedichtet. Das ist jetzt hier so ein Band. Von innen ist das mit viel Klebemasse oder Kleber verfüllt. An einigen Stellen sieht man auch, hier kommt das so ein bisschen heraus. Und dieses Band wird dann hier halt an die Leibung geklebt, befestigt. Geht einmal herum, also sowohl auch noch oben als auch unten. Und daneben gibt es halt außen ein bisschen eine andere Form, aber ein sehr ähnliches Band. Also man kann das hier sehen, das ist so eine Art Gummilippe, so ein bisschen mehr gummiartiges Band, das dann eben auch bis ganz nach oben geht. Und auch hier nochmal abdichtet zur Seite hin, also das ist da so ein bisschen eingequetscht, eingespannt. Passt sich eben gut den Unebenheiten dieser Leibung, dieses Glattstrichs hier an und dichtet das Ganze ordentlich ab. Und ganz unten gibt es hier nochmal so eine dickere
Abdeckfolie, Abdeckplane. Auch die ist dann irgendwie nochmal an einigen Stellen nochmal mit so Art Bitumen eben verklebt. Und auch das soll hier halt das Wasser davon abhalten, irgendwie einzudringen. Hier gibt es ja keine Fensterbank, also das wird ja vom Bodenniveau her hier wirklich aufgeschüttet werden. Oder wie gesagt, eventuell eben eine Terrasse. Müssen wir mal sehen, dass dieser Aspekt ist tatsächlich noch nicht zu Ende gedacht, zu Ende geplant. Da muss man mal sehen, wie man das nachher dann im Detail löst. An anderen Stellen, zum Beispiel hier und auch im Obergeschoss, da haben wir tatsächlich Fensterbänke, also Fensterbritter außen, sieht man ja hier. Das dann halt, in dem Fall geht es ja außen hier den Hang herunter. Überhaupt kommt man hier nicht heraus, das ist jetzt kein bodentiefes Fenster. Und hier haben wir halt so eine Fensterbank, die das Wasser dann so ein bisschen wegtröpfeln lässt, weg von der Außenfassade und von der Wand, damit es eben nicht in die Wand selbst hineinläuft. Hier in diesem Fenster sieht man eben auch ganz gut die Konstruktion im Falle der Fenster, die eben nicht bodentief sind. Bei den Bodentiefen, da kommen ja die Leerrohre einfach auf dem Niveau des Hochfußbodens heraus, können dort verlegt werden, klappt super wunderbar. Hier in dem Fall lassen sich ja nur die obere Hälfte quasi öffnen durch diese zwei Flügel. Und da haben wir die Kabel eben hier eingeführt, dann einmal durch das Profil gebohrt. Der Zustand selbst wird jetzt eben abgefragt hier an der Stelle. Das Kabel bzw. das Leerrohr wird eben hier seitlich rausgebohrt. Da gab es bei der Montage ganz am Anfang mal, also als wir das zunächst einmal gesehen hatten, ein bisschen Bedenken seitens der Monteure wegen der Öffnungen hier in den Leibungen. Aber das hat sich dann entschärft. Dann als man dann das erste Fenster mal eingesetzt hatte, ist halt diese Öffnung, das war eben auch so eine Dosenbohreröffnung, 68 mm, ist genau in dem Fensterrahmen, im Profil des Fensterrahmens verschwunden. Insofern kein Problem. Das Band sowohl innen als auch außen gehen darüber hinweg, verschließen das vollständig und insofern ist das hier überhaupt kein Problem. Das hat jetzt bei allen Fenstern super geklappt. Also wir sind im Obergeschoss haben wir ausschließlich solche Fenster. Auch da hat das alles ohne weitere Probleme geklappt. Die Monteure, das war jetzt ein Handgriff mehr, die haben da halt das Leerrohr schnell durchgezogen. Die 5, 6, 7 oder 10 Meter, die ich da jeweils übrig gelassen habe. Und ja, seitdem liegen halt die Leerrohre neben den Fenstern. Hat jetzt die Monteure nicht weiter gestört und ich bin glücklich, wenn ich das Ganze dann den Fensterzustand nachher eben abfragen kann. Hier im Treppenhaus bzw. Flurbereich, da gibt es ja zum einen diese kleineren Fenster, die halt ein bisschen Licht reinbringen, aber klar, die sind deutlich und wesentlich kleiner als jetzt die im Wohnbereich. Und hier ist das eine ähnliche Konstruktion wie in der Küche. Also auch hier haben wir eben ein Loch gebohrt in das Fensterbrett oder halt an die Stelle, wo das Fensterbrett montiert werden würde. Und dann hier durchgebohrt und dann kommt das Kabel halt hier heraus und wird dort weitergeführt. Ähnlich verhält es sich an der Stelle des Gäste-WCs, also auch hier eine ähnliche Konstruktion. Das Leerrohr geht dann da irgendwo herunter. Wird auch hier wieder weitergeführt. Hier im Treppenhaus selbst, da habe ich jetzt nichts anpassen, nichts ändern müssen. Da sind ja Festverglasungen, die sind irgendwie noch ein bisschen abstürzsicher. Also das Glas ist dann nochmal irgendein Verbundmaterial eingearbeitet. Falls man stolpert, dass das Glas nicht bricht und man ganz herausfällt aus dem Haus. Interessanterweise, selbst das da oben, aufgrund irgendwelcher Vorgaben, irgendwelche RALs und Empfehlungen und Dienst und weiß der Kuckuck was, musste auch das hier abstürzsicher sein, obwohl es physikalisch quasi unmöglich ist, dass man dort heraus stolpert. Also auch die spätere Treppe wird ähnlich verlaufen wie diese hier. Und zumindest an die Stelle da oben, da kann man eigentlich gar nicht hingelangen, auch wenn man hier um die Ecke geht. Also hier hat man jetzt quasi die Wand, hätte man hier. Und wenn man jetzt hier mal schaut an dieses Fenster, also auch das Putzen wird interessant, da kommt man quasi gar nicht hin. Und hier oben bietet sich eben ein ähnliches Bild. Da gibt es zum einen diese bodentiefen Fenster, wobei sich eben immer nur die obere Hälfte öffnen lässt, also einfach auch wieder als Absturzsicherung. Das unten sind eben auch wieder so Festverglasungen. Und auch hier kommen jeweils links und rechts die Kabel mit den Leerrohren heraus. An der Stelle, das ist glaube ich die einzige hier im Obergeschoss, gibt es nochmal so ein klassisches Fenster. Auch hier wieder, ähnlich wie davor, gehen die halt nach unten weg. Die Schlitze sind auch schon da. Und ansonsten zieht sich dieses Bild halt hier im Obergeschoss durch sämtliche Zimmer. Da gibt es jetzt keine Besonderheiten. Hier in dem Fall gibt es zwei bodentiefe Fenster und man kann schon sehen, links und rechts, beziehungsweise auch hier links und rechts, gehen halt die Leerrohre weg. Also das ist überall dasselbe Schema. Und das hat eben, wie gesagt, den Monteuren jetzt keinen deutlichen Mehraufwand irgendwie gekostet. Die haben da, nachdem das ein-, zweimal gemacht worden ist, hat das soweit super geklappt und da gab es auch keine Rückfragen und ja, die waren mit dem Installieren der Rahmen waren die ja schon am ersten Tag fertig. Insofern, die sind da echt flink.
Ich bin jetzt hier mittlerweile im Kellergeschoss eingetroffen. Hier gab es ja auch drei Fenster. Die sind ein bisschen anders vom Format her. Die sind halt relativ hoch, weil Keller sind eben von der relativ zur Raumhöhe eben relativ hoch. Und auch hier gab es ein paar Besonderheiten. Da hatten wir im Vorfeld eben auch die Leerrohre schon eingezogen in den Beton, bevor das betoniert worden ist. Die kamen dann in etwa hier und jeweils hier heraus. Das obere, wie sich dann im Nachgang herausstellte, haben wir gar nicht benötigt. Das habe ich dann verklebt. Und das untere, da gibt es eben ein dünneres Leerrohr, das hier quasi in dem Profil verläuft und dann in das, ich glaube hier unten, da war so ein Profil, so eine Schiene. Und das geht dann hier über in ein dickeres Leerrohr und geht dann eben nach oben. Und man sieht, beziehungsweise man sieht hier nichts, das ist ja das Schöne an der, wenn man das eben alles im Vorfeld macht, das Fenster selbst lässt sich dann öffnen. Da muss man halt aufpassen, dass man hier aktuell noch nicht irgendwie das an der Baustütze zerkratzt. Die Kontakte sind hier und man sieht halt keinerlei Kabel und hat jetzt dann trotzdem die Möglichkeit, die Fensterzustände eben auszuwerten. Auch hier unten machen die Fenster natürlich einen super Eindruck und man hat auch hier jetzt schon ein bisschen mehr das Gefühl, sich eben in einem Wohnraum zu befinden. Interessanterweise, hier unten fällt einem das mehr auf als zum Beispiel oben. Diese Rahmen und die Flügel und all dieser ganze Aufbau halt, der nimmt doch einiges an Fläche weg von der gesamten Fensteröffnung. Das sieht man ja hier. Und oben und links und rechts jeweils und auf dem anderen Fenster. Und das macht doch einen deutlichen Unterschied zum Vergleich jetzt zum Beispiel mit Anfang der Woche, als die noch nicht verbaut waren. Ist hier deutlich mehr Licht hineingeströmt, als es jetzt der Fall ist. Da verliert man halt einfach viel Fläche und das Licht kommt ja nur durchs Glas hinein. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Aber gut, so ist das nun mal. Genau, das war jetzt eben so eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Schritte hier bei der Fenstermontage, das ging wie gesagt seitens der Monteure echt super schnell. Das ist unglaublich, wie effizient die da arbeiten. Und für uns geht es jetzt hier mit der Elektroinstallation weiter. Man sieht ja hinter mir eine Menge Schlitze, eine Menge Dosen. Mit diesen Arbeiten sind wir im Großen und Ganzen noch fertig. An einigen Stellen muss noch geschlitzt werden und nachgebessert werden. Aber ein Großteil der Arbeiten ist hier erledigt. Im nächsten Schritt müssen jetzt hier im Erdgeschoss und im Obergeschoss die Dosen noch eingegipst werden. Und auch da gibt es noch eine Menge zu tun. Es gibt ja hier viele Schlitze, viele Löcher. Aber auch das kriegen wir irgendwann herum und werden auch mit dieser Arbeit irgendwann fertig werden. Und ja, ich werde sicherlich wieder berichten in den nächsten Tagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.